Wir denken, wir haben Zeit. Ach, kein Problem. Wir nehmen diesen Transit, diese Erde, als würden wir sehr viel Zeit haben. Ach, ich mache im Alter Hatsch. Ich mache später Hatsch. Ich mache später. Ich fange später an. So gehen wir schlafen und so wachen wir auf, bis der Tod uns ereilt. Und wenn der Tod uns ereilt, dann ist das für uns wie eine Backpfeife. Warum? Weil wir nicht vorbereitet waren. Weil wir diesen Tod nicht erwähnt haben, weil wir nicht über Tod hören wollen. Wir wollen zusammenkommen und dass wir immer glücklich sind und immer lachen. Habibi, wenn dir gesagt hat, du wirst auf diesem Leben glücklich, hat dich angelogen. Dieses Leben ist nicht hier, um glücklich zu werden. Du erreichst vielleicht innere Zufriedenheit durch die Religion, innere Zufriedenheit. Aber hier ist nicht etwas, was... Glück ist hier von, nicht mal von Dauer. Glück ist hier nicht von Dauer, vielleicht ein paar Momente. Sonst musst du arbeiten, tun und machen. Hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen 23 Jahren Nubuwa, hat er irgendwie 23 Jahre Glück gehabt oder hat er das nicht gehabt? Hat er sich nicht gar nicht geblutet? Hat er sich nicht bemüht und gemacht und getan? Hat er nicht gebetet, bis er Wunden in seinen Füßen hatte, obwohl er es nicht musste? Und ich muss kommen und dir sagen, du musst fünfmal am Tag beten, Bruder. Du musst 20 Minuten Allah geben. Bitte 20 Minuten, gib sie doch. Während du 14 Stunden jemand gibst, der nicht der Grund dafür ist, dass das deine Versorgung ist. Weil Allah versorgt. Allah versorgt, Achim. Wenn wir sagen, wer ist der Versorger? Alle würden sagen, Allah. Aber wir glauben nicht daran. Allah will keine Lippenbekenntnisse oder Lippenbewegungen. Allah will Taten aus dem Herzen. Er will sehen, dass wir was tun. Weil wir keine Zeit haben. Wir haben keine Zeit bei Allah, dem Herrn der Welt. Wir haben keine Zeit, Bruder und Schwester im Islam. Du machst dir Gedanken, ob du dich bedecken sollst. Du hast keine Zeit. Dieser Gedanke ist Verschwendung. Bedeck dich vor Allah. Du machst dir Gedanken, ob du jetzt anfangen sollst zu praktizieren. Du hast keine Zeit, darüber nachzudenken, Bruder. Oder hat dir jemand gezeigt, wie viel Zeit du noch hast? Eine imaginäre Uhr, die tickt immer weiter. Bruder, vielleicht steht bei mir 2 Stunden noch. Vielleicht steht bei mir nur 2 Tage. Ich weiß das doch nicht. So hat Allah den Tod erschaffen. Unkenntnis, wann er kommt. Unkenntnis, wie er kommt. Hat er uns nicht verraten.